Jetzt schauen wir mal, wie Mero, Ferro, Lero, Terro hops genommen wird. Was mich an Deutschrap stört? Nein? Egal, ich sag's euch trotzdem. Ab 2016 veränderte Rap sich stark. Während der Hype von Deutschrap über 10 Jahre von Leuten wie Sido, Bushido oder Kollega immer mehr ausgebaut wurde, wurde 2016 dem Wort Hype eine neue Bedeutung gegeben. Früher, also 2000 bis 2010, war Deutschrap noch eine Musikrichtung, welche eher von den meisten gehasst als geliebt wurde. Rap-Songs im Radio zu hören war noch ein absolutes Phänomen und auch in den Charts sah man nur selten etwas, was in die Richtung Rap ging. Chips, Digga. Ach du Scheiße, Mann. Oh, no joke. Ich hab sogar wirklich mal von den Chips ein Album gehabt. Das erste, was sie rausgebracht haben. Die haben ja mal so 1001 Nights, Arabian Nights und irgendwie so weiter. Mega gefeiert auf jeden Fall. 2005, Alter. Krass, ey. Da war ich irgendwie 10. Das ist auch eine der einzigen CDs, die ich jemals gekauft habe. Heftig, ey. Aiken mit Lonely, Alter. Heftig, Mann. Und natürlich Candy Shop. Da. Und warum? Sein wie ihr. Keiner hat's verstanden. Keiner von den Freunden, auch keiner von den Verwandten. Oh. Rap war anders. Und die, die Rap liebten, liebten es auch gerade, weil es so anders war. Ein Bushido oder auch Sido wurden ja eben deswegen so erfolgreich. Weil das, was sie ausgestrahlt und vermittelt haben, einfach so anders und interessant war. Weil viele sich mit dem identifizieren konnten. Doch mit einem Crow-Material. Ja, vor allem, keine Ahnung, also ich muss sagen, ich feiere auch sehr viele von den alten Sachen tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht so in der Rap-Szene drin, muss ich halt sagen. Ich höre es aber generell eigentlich sehr, sehr gerne. Ich weiß aber schon, worauf er hinaus will, wir werden zeigen, wie sich das verändert hat. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich das gar nicht so schlecht finde, weil früher gab es halt eigentlich, natürlich gab es halt Leute, die auch was anderes gemacht haben, aber so am meisten im Rap waren halt so Leute wie Sido und Bushido und die haben ja so diesen, ich sag mal so Straßenrap halt so gemacht, ne? So dieses so harte. So ein bisschen. Ich denke, so kann man das ganz gut sagen. Wahrscheinlich so, die richtigen Rap-Kenner werden mich jetzt zerfetzen, aber ich glaube, jeder weiß eigentlich, was gemeint ist so. Und ich finde halt, dass sich Rap zwar in den letzten Jahren wirklich krass verändert hat. Und natürlich, es gibt sowas Poppiges wie Crow und es gibt auch Firetracks und so, ne? Und das ist in ganz viele Richtungen gegangen. Aber ich finde das eigentlich ganz geil, weil sich so viele neue Musikgenres innerhalb von Rap entwickelt haben. Und das finde ich persönlich halt tatsächlich mega nice, um ehrlich zu sein. Also ich kann mit diesen ganzen Shisha-Rappern und so weiter halt auch überhaupt nichts anfangen. Und ich bin jetzt auch niemand, der jetzt so Capital Bra irgendwie tot feiert. Oder ja, Mero und so weiter finde ich halt sowieso wack, weil die halt nur Scheiße rausbringen. Aber es gibt viele Rapper, die nur Scheiße machen. Nur werden die normalerweise nicht erfolgreich. Aber ich finde das an sich gut, wenn es halt mehr Richtungen gibt. Und in jeder Richtung gibt es einen Song, mindestens einen Song, den ihr locker gut findet. So. Bei Tor wurde Rap plötzlich regelmäßig im Radio gespielt. Ja, sogar Sido war dort keine Neuheit mehr. Kollega wurde zu einem der verkaufsstärksten Musikern in ganz Deutschland. Casper hatte die ganzen Depri-Girls auf seiner Seite. Haftbefehl die ganzen Aslaks. Und SpongeBoss das gefühlte gesamte Internet. Ja, man begann mit Sido, Savage, Azad und Bushido auch schon von Rap-Urgesteine. Ja, sogar von Legenden zu sprechen. Und was 2016 auf uns zukam, war einfach wahnsinnig. Ohne mein Team. Ohne mein Team. Crow, ey. Ich feier Crow mega, Digga. Wer irgendwas gegen Crow hat, kann direkt gehen, Alter. Ich finde, Melodie ist einfach faktisch gesehen das krasseste Album, was jemals gedroppt worden ist. Sorry, das ist auch keine subjektive Meinung oder so. Das ist halt offensichtlich einfach so. Ja, wer was anderes sagt, hat einfach keine Ahnung so. Ganz einfach. Ab ungefähr 2014, 2015 entstanden klare Unterteilungen von den verschiedenen Untergenres im Rap. Und gerade 2016 machte dies sich besonders bemerkbar. Wobei früher der Gangster-Image und Comedy-Rap wohl die Szene dominierten, kamen nun Dinge wie Cloud-Rap, Afro-Trap oder Pop-Afro-Cloud-Gangster-Comedy-Rap dazu, welche dafür sorgten, dass Rap so unfassbar umfangreich geworden ist. Ja, das hört sich sehr gut an und das ist es auch. Doch leider ist das, was die breite Masse hört, nicht die verschiedensten Arten von Rap, sondern irgendwie eine Sache, die immer gleich klingt. Und das ist ja, das Problem. Mittlerweile gibt es nicht mehr Rap, sondern diesen einen Song, welcher von jedem gebracht wird, aber sich bei jedem ein bisschen anders anhört. Ich hatte das eigentlich so. Ich habe mir den Flow vorgegeben. Copacabana. Ich tanze für dich wie eine Diva. Die Nächte vergisst du nie wieder. Ich entführe dich heute Nacht an die Copacabana. Und ja, da erkennt man eine klare Struktur. Durch den zahlreichen Streaming-Markt und den sich schnell beeindruckend lassenden Hörern wurde der Teil vom Rap, welcher besonders stark in den Charts ist, immer uninteressanter, austauschbarer und ja,
einfach gleich. Und nun zurück zu meiner Frage. Was stört mich an Deutschrap? Nicht die Musiker mit deren Produkten an uns. Auch nicht der generelle Markt. Ja, also ich finde halt, also an sich sehe ich das persönlich halt so, dass jeder einfach das machen soll, was er möchte. So, wenn ich jetzt zum Beispiel einen scheiß Track rausbringen möchte und der geht zufällig auf die Eins, dann ist das hier irgendwo halt nicht meine Schuld. Ich finde aber persönlich, das ist aber halt auch so meine Meinung, man sollte halt erstmal auch Tracks rausbringen, die man selber irgendwie feiert. Und wenn ich mir dann zum Beispiel so ein Mero angucke, da kommt übrigens auch bald noch ein Kuchen Talks mit den schlechtesten Lines von ihm, weil der wirklich einige. Und da sind dann Sachen, wo halt wirklich nur so richtig billige, einsiebige Reime sind oder teilweise haben die Lines nicht mal Sinn. Ich meine, da frage ich mich selber so ein bisschen, wie ist der Prozess des Liedes gewesen? So, ich meine, keine Ahnung, er setzt sich dahin, gut, das ist jetzt halt von Casey Rebel, aber dann schreibt er so, Uzi, Schniedelwutzi und denkt sich so, ja, Mann, Digga, das ist es. Oder ich weiß gar nicht, Mero hat, glaube ich, mal sowas gebracht wie irgendwie bla 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 bla, Mero war mal Fußballer. So, wo ich mir so denke, hä, wie kommt das da rein in den Text? Ja, okay, du warst Fußballer. Ja, toll, Digga. So, das ist, weiß ich nicht, das ist halt so wack. Ja, oder die dissen sich auch teilweise selber. Also, die sitzen wahrscheinlich wirklich da rum, die schreiben einfach so einbillige Dreckszeilen, haben dann irgendein Beat, wo man weiß, okay, der ist genau auf das abgedings, was man heute so feiert. Und dann wird das aufgenommen und hochgeladen. So, und das finde ich schon wack, Alter. Wenn man nur so Müll rausbringt, einfach nur, weil es ankommt, ist schon wack irgendwo. Der uns geboten wird. Nein. Die Hörer. Ja, Richtung, guck mal, zum Beispiel Richtung Wolke 10. Ich muss halt sagen, die Hook von Wolke 10 fand ich richtig geil. Also, ich finde, die geht gut im Ohr und die bleibt auch gut drin, so. Komm, wir gehen Richtung Wolke 10. Und ich habe das auch mal ein paar Tage gehört. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mega oft, wenn ich so Musik höre, weiß, dann stelle ich mir so oft vor, ey, wie hätte ich eigentlich so das Musikvideo gemacht, ne? Oder wie würde ich mich da so verhalten? Aber dann höre ich diesen Text in den Zeilen, außerhalb von der Hook, Digga, und ich denke mir so, Alter, ich würde nicht mal für 1 Million Euro das Video drehen dafür. Digga, das ist halt, also der Text von Wolke 10, gönnt euch den mal, außer die Hook, Alter, das ist so fucking cringe-scheiße, dass ich nach 2 Tagen mir Real Talk gesagt habe, das kann ich mir nicht geben, Digga. Das funktioniert so einfach nicht, das geht nicht. Weil das so fucking schlecht ist. Und dann denke ich mir so, die Hook ist geil, aber muss raus, Digga. Muss einfach raus. Sorry, kann ich mir nicht geben. Mach eine 5-Stunden-Hook-Version, die packe ich gerne in meine Playlist, Alter. Aber mit dem Part, Alter, absolut Dreck. Einfach wack. Was ist das Problem? Aber warum? Da stelle ich euch mal eine Frage. Wozu seid ihr eher bereit? A. Euch etwas Neues anzuhören, wobei ihr nicht wisst, ob es euch gefallen wird oder nicht. Oder B. Euch etwas schon Bekanntes anzuhören, wobei ihr aber wisst, dass es euch gefällt. Ja, und da ist das Problem. Und so ja, vor allem, ich finde auch generell, bei Kollege habe ich auch Unkeln, Funkeln, Furunkeln, ach, die guten alten Jones Blog-Videos. Ich finde halt auch zum Beispiel bei Kolle, ich höre ja auch mega viele alte Tracks von dem. Ich höre zum Beispiel momentan mega gerne Königsaura. Das ist ja, ich glaube, 6 Minuten 26 ist es halt Punchline nach Punchline nach Punchline ins Ohr mit richtig geilen Vergleichen, ja. Kann kranich halten wie ein Vogelzüchter, so, Digga, ja, zerstört hier, richtig geil, gab es bestimmt auch noch andere Dinge, also gibt's andere Vergleiche, aber um nur mal so einen zu nennen, und, Digga, das finde ich halt schon, also finde ich krass einfach, ne, und sowas zum Beispiel, ich meine, wie viele Tracks im Deutschrap gibt es, die halt wirklich nur so 6 Minuten Punchlines sind, dazu, also flowtechnisch passt das halt auf jeden Fall zum Beat, so, und das ist alles super gemacht, super gemischt, so, kann man sich richtig gut geben, wie viele Tracks davon gibt es halt, ne, so, und das zum Beispiel höre ich auch nach Jahren einfach immer noch, und jedes Mal, wenn ich das höre, Digga, das flasht mich einfach, weil das halt so ein heftiger Track ist, Mann, so, weißt du, und dann Königsaura, alter Track, naja, 2014 oder so kam der raus, ne, das war ja zu seinem Album nach Boss Aura, ne? Wann kam der raus? Ich weiß gar nicht, was kam da raus? König? Ne, wie hieß denn das? Ich weiß gar nicht. Das habe ich mir aber sogar gekauft. 2 Minuten und 30 Sekunden die zustande, wobei es keinen Text gibt, welcher irgendwie Inhalt hat. 2 Parts, welche jeweils 25 bis 30 Sekunden lang sind. Eine Bridge, welche so 10 bis 20 Sekunden lang ist. Und eine Hook, welche so 10 bis 30 Sekunden lang ist. Je nachdem, wie lang die Bridge ist oder ob es überhaupt eine gibt. Und so hast du ein Lied, welches einfach nur gemacht wurde, um eine massentaugliche Geldmaschine zu sein. Wir nehmen jetzt auch einfach so mal Tracks machen. Mero als Beispiel. Weil er für mich der Inbegriff dieser... Ja, mein Zuhälter Tape 4 fand ich auch mega heftig, Mann. Also ein paar Tracks habe ich da auf jeden Fall. So, ich fand viele Beats nicht so geil, dann war ich irgendwie raus, aber so ein paar Sachen, Alter, frag Kai. Ja, Digga, ich brauche den Kontakt zu Kai, das ist das Ding. Tiefentwicklung ist. Am Anfang spielt die Hook 30 Sekunden lang, dann der Part 25 Sekunden, dann wieder die Hook 20 Sekunden, hier wird sie nur 2-mal abgespielt, nicht so wie am Anfang 3-mal, dann wieder 25 Sekunden Part und die Hook.
das war's. Ihr wollt nun wissen, welchen Track ich hier nun beschrieben habe? Fast jeden einzelnen Track von Mero. Sogar die Parts sind immer gleich. Die ersten 20 Sekunden von einem Part sind schnell durchgeflowt und die letzten 5 Sekunden sind gesungen. Echt, das ist in fast jedem Lied so. Es gibt vielleicht mal Unterschiede darin, dass die Gesangspassagen doppelt so lang sind, also ganze 10 Sekunden, aber boah, dann gehört es meistens nicht mal mehr zum Part, sondern... Ja, Digga, Business Paris von Kollega war auch einfach heftig. Also ich muss sagen, das Album Boss Aura wurde ja generell halt mega gehatet, ne? Das wurde ja von allen runtergemacht, also vor allem wegen Julian. Ich muss aber Real Talk sagen, und damit, das ist natürlich eine unpopular Opinion, egal, Digga, ist eine Meinung, die nicht viele haben. Ich finde, Boss Aura ist Kollegas bestes Album, Digga. Hatet mich ruhig, aber ich höre, also so von den Liedern von, und natürlich halt, okay, Hood Tape 1 war auch genial halt, ne? Aber ich fand Boss Aura allgemein halt richtig geil. Ich fand sogar viele Gesangsparts so von San Diego gar nicht mal so schlecht. Also ein paar Tracks waren schon so ein bisschen cringe, muss ich auch sagen. Aber ich finde allgemein Boss Aura ultra heftiges Album. Also ich habe das damals geholt mir und ich habe das mega gefeiert. Also ich höre davon auf jeden Fall die, so von Kolle generell, glaube ich, feiere ich auf dem Album so prozentual gesehen die meisten Tracks von einem Album von Kolle. Wenn man jetzt jedes Album sieht und dann guckt, wie viel feiere ich davon. Ich denke, ihr habt es verstanden. Eine Bridge, welche zweimal im gesamten Track abgespielt wird. Um das zu zeigen, habe ich ein kleines Bonusvideo gebastelt. Weil, wenn ich das jetzt in diesem Video hier zeigen würde, würde das unfassbar viel Zeit fressen. Deswegen ja, wenn es euch interessiert, erster Link. Gucken wir uns dann auf jeden Fall noch an. Naja, ich habe ja vor ein paar Minuten noch erwähnt, dass es auch keinen Text gibt, welcher irgendwie Inhalt hat. Und, um zu zeigen, dass es auch lyrisch nichts gibt, gucken wir uns jetzt den Text von ein, zwei Songs an. Nehmen wir mal Hobby. Ja, was muss ich... Bam, bam, baller wieder Parts für ne Milli. Beiß dich wie ein Pitty. Kick, fick, mies, Diggi. Was? Der hat doch gewürfelt, was er da reinpackt, oder? Oh Mann, Alter. Bretter wie der Rapper weg, Birra, was auch immer das heißt, ist der Mary da, komm, teste mal. Ja, okay. Fick me, Sticky. Ich dazu noch sagen, ich meine, ich ignoriere mal die Reime, ich würde keinen Text dissen, weil die Reime nicht so gut sind, aber es gibt weder inhaltlich irgendwas. Vor allem, er hat Kick und Fick vergessen, Alter, der ist heftig, ja, Kick, Fick, yeah. Was? Es gibt doch keine Punchlines oder irgendwas, was lustig ist, oder... Ja, der Text. Das sind halt random einfach Wörter, die zusammengewürfelt sind, ne? Brrr, utzi, schniedelwutzi. Es ist da, um da zu sein, weil man, um zu rappen, ja irgendwas rappen muss. Bam, bam, mach alles für die Family, du weißt. Und wenn der Metal rappt, wird die Lage hier zu heiß. Mhm. Okay, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Vor allem weißt auf heiß. Oh Mann, ey. Und zu auf du theoretisch auch noch, okay. Ich schwör. Hier, Family. Hier, lieben. So. Nehmen wir mal einen anderen Track, Wolke 10. Ich drehe ein paar Runden und sehe eine Schlange, als wären Sekunden. Ja, genau, sowas meine ich halt, Digga. Das ist halt so, der Text ist halt so wack, Digga. Das ist unangenehm für mich als Zuhörer. Obwohl ich den Beat und die Hook halt eigentlich sogar ziemlich gut finde. Ich drehe ein paar Runden und sehe eine Schlange, als wären Sekunden. Bei welchen Runden? Also, bei welchen Runden sieht man eine Schlange und warum denkt man... Hä? Diese Zeile ist für Meros Verhältnisse okay. Ein Vergleich mit Schlange, also das Tier, und Schlange, also die Schlange, wenn man sich anstellt. Ist nichts Dickes, der Vergleich ist mir auch schon bekannt, aber nicht mega wack. Also für Mero. Ich setze sie. Hä, aber wie eine Menschen. Ja, na klar, meint er so eine Menschenschlange, aber als wären Sekunden, aber wo steht die denn? Er dreht ja ein paar Runden, das heißt, er ist ja unterwegs, er fährt ja. Und wo soll sich jetzt eine Menschenschlange bilden? Auch wenn es für ihn ist. Ich meine, er fährt ja weiter weg. Laufen die ihm hinterher oder was? Hä? Die hier die Erwartung mal sehr, sehr weit unten. Bushido, meine Ehre ist mir wichtiger als Geld. Und dein Onkel ist für mich der größte Krüppel dieser Welt. Mann, da ich nicht alles einfach blind schlecht reden möchte. Aber hinterfragen wir mal den Inhalt. Warum sieht er eine Schlange? Er sieht ja nun das Tier und vergleicht dies mit den Leuten, die sich anstellen. Sonst würde er ja sagen, ich sehe eine Riesenschlange, als wäre es eine Kobra oder so. Also er würde es sonst mit dem Tier vergleichen. Das heißt, er dreht ein paar Runden und sieht random eine Schlange. Einfach so? In der Stadt? Oder wo ist er gerade? Ist er im Zoo? Dreht er gerade ein paar Runden im Zoo? Oder meint er mit Schlange einen Menschen?
Also wenn jemand eine verlogene Fotze ist, sagt man ja auch, du falsche Schlange. Was meint er jetzt? Ich meine, mal unabhängig vom Vergleich, die Zeile ist einfach nicht gut ausgearbeitet. Ich meine, meistens müssen Vergleiche nicht mal ausgearbeitet werden, weil ein Vergleich einfach droppt. Aber hier ist es halt so, dass er irgendwie den Vergleich mit der Schlange bringen wollte, es aber keinen Sinn macht mit der vorherigen Zeile. Ich weiß doch, sie wollen zu mir machen Bilder, weil alle sind nur für mich. Ja, okay. Doch Mero ist anders der Typ. Mero ist anders der Typ. Digga, das ist doch auch kein Deutsch. Digga, er kennt diese Mädels, weil ich bin berühmt. Ah ja. Was für Mädels? Von was für Mädels redet er gerade? Ja, okay. Ich weiß halt nicht mal, was ich dazu sagen soll. Doch der Mero. Alter, Dark Rider! Dankeschön für die 1000 Bits. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Tolles, der Typ. Ich tausche keine Nummern und zeig kein Gefühl. Okay, also wenn er sich Frauen klärt, da kriegt man nicht seine Nummer. Doch eine von vielen fällt auf, ist so süß. Sie ist so süß. Du kannst da kein Komma setzen, Digga. Oder doch? Doch, eine von vielen fällt auf, ist so süß. Nee, sagt doch keiner so, oder? Ich meine, das hört sich ja auch grammatikalisch furchtbar an. Eine Sache muss man ihm aber lassen, diese furchtbare Grammatik fällt im Track fast gar nicht auf. Ja, danach geht es damit weiter, wie geil diese Frau ist, von der er spricht und so weiter. Also ist halt, ja, Standard. Machen viele andere Deutschrapper ja auch nicht anders, um solch einen Text zu füllen, daher, ja. Also Wolke 10 ist marginal besser als Hobby Hobby, aber dennoch, ja. Nicht gut. Ansonsten noch zum Flow. Ich höre oft, dass viele sagen, dass Mero lyrisch zwar scheiße ist, flowtechnisch dafür aber ultra stark. Erstmal frage ich mich, was ist bei euch ultra stark? Sein Flow ist okay bis gut, aber nicht ultra stark. Er flext halt meistens einfach nur sein Wirrwarr-Text durch. Da gibt es keine großartigen Variationen. Ja, vor allem, ich finde, man darf ja auch nicht vergessen, also ich meine, genau wie Tigertyp das gerade schreibt, es ist doch viel einfacher, was zu flowen, wenn es nicht mehr auf den Inhalt ankommt. Alters, Gelter, Dankeschön für die 10 Euro, Utzi, Schniedel, Utzi. Es ist ja viel einfacher, einen Text zu machen, oder einen Text zu flowen, wenn der nicht irgendwie, wenn der keinen Inhalt hat. So, weil du kannst ja, also das macht ja Mero auch, der schreibt ja irgendwas, was so in die Zeile passt, wie er das möchte. Wenn ich jetzt eine richtig geile Zeile habe, ich habe ja auch schon Texte geschrieben, halt, ne, mit Timo oder auch mit Twizzy oder so, dann schreibst du halt erstmal eine Zeile auf und dann musst du gucken, okay, wie passt die halt rein. Da musst du nochmal ein Wort ändern, da musst du vielleicht was umstellen, so, dann willst du vielleicht nochmal einen anderen Reim drin haben oder so. Aber der Sinn muss ja da bleiben. Das heißt, du bist halt richtig eingeschränkt in den Möglichkeiten, die du hast, um diese Line zu verändern. So, dann ist es natürlich viel schwieriger, eine richtig gute Line zu haben, die du auch noch gut flowen kannst. Aber wenn ich einfach nur brrr, utzi, schniedel, wutzi oder digga, digga, ficki, ficki, bla, bla, bla oder was er da macht. Jetzt habe ich gerade, ich wollte die Zeile bringen, aber ich habe es nicht mehr im Kopf gehabt. Ja, ich meine, er lässt ja auch einfach deutsche Grammatik weg. So, ich würde, wenn ich einen Text schreibe, würde ich niemals Grammatik weglassen, damit ich das besser flowen kann zum Beispiel. So, das zeigt doch einfach, wie wack du einfach bist. So, das Gesamtpaket muss da halt einfach stimmen. Generelle Flow-Highlights oder so. Ich meine, vergleichen wir ihn mal mit einem Rapper, der wirklich gut float. Headbanger, dein Kopf wackelt, wer stoppt das hier? Schock, alle mit Shotgun, Kugeln aus seiner Schrott. Ist das Kianosch? Karre, Kopf, Satan im Helikopter. Über die Blocks drücke die Nostaste. Check den Kontrast, Digga, Bombastik. Das ist ein guter Flow. Die Betonung, die Pausen, gut, die Variation, das stimmt. Heftig, Alter. Mit dem habe ich gestreamt, Digga. Mit dem habe ich gestreamt. Einfach. Man hört hier einfach ganz klar die Routine. Die kurzen, abgehackten Pausen innerhalb der Worte sorgen für heftige Highlights. Wie er beim Rappen mit den Wörtern spielt, ist einfach sick. Baller meine Packs, die Texte für die Neider. Jacke mit Pelz, die Glänz vom Designer. Wieder mal der beste Ben Deiler. Digga, ich bang, du denkst, es war... Ja, aber guck mal, genau das meine ich halt, weißt du, es ist doch viel leichter, sowas zu flowen wie, wieder mal der beste Band, geiler, Digga, ich bang, du denkst, es war einfach. So, also, da hat ja einfach auch nichts Sinn. Ich meine, er könnte jetzt, wie er möchte, er hätte noch ein Bestes reinhauen können. Ich wette, da war auch nur ein Bestes, so, wieder mal der beste Band, geiler, nee, das geht nicht, Digga. Wieder mal der beste Band, geiler, ja, das klingt schon besser. So ist der Text wahrscheinlich halt wirklich entstanden. So, er dachte so, ja, da können wir noch mal einen reinhauen hier, komm. Komm, mach mal hier noch eine jetzt. Mach mal Pommelschranke jetzt hier. Ja? Und dann auch so, Digga, ich bang, du denkst, es war einfach. So, der kann theoretisch das Digga weglassen. Er kann auch ich bang weglassen, wenn er möchte. Und, oder du denkst so. Ja gut, das kann er vielleicht nicht weglassen, ne? Aber man könnte halt da echt so vieles ändern. Also es wäre egal, ich könnte jetzt die Line so umbauen, wie ich möchte. Es würde den Sinn nicht verfälschen. So, und natürlich kann man dann gut flowen, so, das kann jeder. Ich glaube, wenn ich so Nonsens einfach ein paar Wörter aufschreibe und so, wieder mal der beste bin, geiler. So, also, das ist ja nicht schwer, da einen guten Flow reinzumachen, wenn man ein bisschen rappen kann. Du denkst, es war einfach.
Mero float eine Zeile fix durch und macht dann eine Pause. Dann float er wieder durch und dann macht er wieder eine Pause. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es ist halt auch nicht mega krass. Vor allem, weil der Text halt einfach unfassbar scheiße ist. Ja, ich meine, guck mal, das Ding ist, warum halt sowas viele Leute feiern, ist halt, du kannst was halt wahrscheinlich, also erstmal sind die Beats halt natürlich geil, ne, das ist halt das, was gerade ankommt. Und ich sag mal, bei Mero ist es ja auch so, oder generell bei diesen ganzen Leuten, die jetzt so hochkommen, teilweise werden da wahrscheinlich Klicks gekauft, also geht ja jeder von aus. Und ich sag mal, keine Ahnung, die heutige Jugend, das feiern zwei Leute auf dem Schulhof, die denken, das ist cool und da macht die ganze Schule mit halt quasi. Plus natürlich einfach bei Spotify und so weiter, wenn du dich da richtig hochpushst und das viele Leute hören, dann bleiben auch viele Leute kleben, du kommst in die Charts, mehr Leute werden darauf aufmerksam. Was bekannt ist, ist ja sowieso schon mal besser. Ich finde, keine Ahnung, das ist, klar, das ist halt gut, aber ich sag mal, die Bild hat auch viele Leser, deswegen ist es ja keine gute Zeitschrift so. Also ich glaube, Real Talk in der heutigen Szene, in der heutigen Zeit mit Rap bekannt zu werden, ist ziemlich einfach, wenn du weißt, wie. Ich bräuchte halt die Nummer von Kai, dann wäre ich auch berühmt, aber so ist das halt. Irgendwelche Wirrwarr-Texte, welche keinen Sinn machen und einfach nur Wörter beinhalten, welche man schnell und leicht aussprechen kann, damit der Flow runder wirkt. Ja, das macht den Flow nicht krass. Ein Double Time mit einem unfassbar komplizierten Text und ein Double Time mit einem extra darauf geschriebenen Text, also ein Text, welcher nur Wörter wie Ballermann und so weiter beinhaltet, die sind ich mit der Ballermann und Ballermann auch alle Mann, Geschwindigkeit ja. Und die Aussprache auf einem gleichen Level ist, dennoch eine ganz andere Liga. Ich meine, klar, jeder Double Time Text ist irgendwo auch extra fürs Double Time geschrieben, aber dennoch ist es keine Kunst, irgendwelche Wörter, welche man easy aussprechen kann, schnell durchzuflowen. Das beste Beispiel, einen guten Flow zu haben, komplett ohne Text, ist Tanzverbot. Er hat sich einfach die Mühe gemacht, das tatsächlich aufzuschreiben. Auf das Tag auf Satz sagst du. Da sind auch hat sich doch nicht die Mühe gemacht. Das Ganze ne? Klingt rund, seine Betonungen sind gut und so weiter. Aber das so zu flowen mit keinem Text, also irgendwelche Wörter, ist halt auch nicht krass. Und genau das gleiche macht Mero hier auch. Nur, dass es die Wörter, die er hier benutzt, gibt. Dennoch ist der Inhalt nicht groß anders als der von Tanzverbot. Naja, beenden wir das Thema Mero. Warum habe ich das nun gemacht? Nicht, weil ich zeigen wollte, wie schlecht Mero ist, sondern um zu zeigen, aus welchem Grund er die Musik macht. Denn das, was er bisher geliefert hat, ist nur dazu da, um möglichst erfolgreich zu sein. Nicht, weil er etwas zu sagen hat oder weil er etwas Bestimmtes mit zum Beispiel einer Melodie ausdrücken möchte oder so. Einfach nur, um möglichst viele Leute schnellstmöglich damit anzusprechen, um ein massentaugliches Radioprodukt zu liefern. Ohne Herz und ohne Inhalt. Denn solch eine ganz genau aufgebaute Struktur der Musik passiert nicht aus Zufall. Ich möchte auch nicht sagen, dass jedes Lied, welches solch eine Struktur hat, schlecht ist. Ich möchte auch nicht sagen, dass generell jedes kurze Lied schlecht ist. Ich möchte generell nicht sagen, dass irgendein Lied schlecht ist. Wer bin ich, um zu bestimmen, welche Musik gut und welche schlecht ist? Wenn man ein bestimmtes Gefühl so besser rüberbringt oder man in 1-2 Minuten schon alles gesagt hat, was man sagen will, dann ja, ist... Mero will ja gar nichts sagen, also der... Von daher ist es egal. Das ist völlig in Ordnung. Auch wenn ein Lied 4 Minuten geht und dabei 3 Minuten der Beat läuft, dann ist das für mich cool. Aber das, was Mero macht, ist einfach nur ein Produkt zu erschaffen, welches möglichst schnell vermarktet werden kann. Und nach diesem Verfahren arbeiten sehr viele der großen Künstler. Einfach ein einfach aufgebautes und schnell hingeschissenes Massenprodukt auf die Beine stellen. Die Musik steht dabei wie gesagt, also ich persönlich finde das halt auch ein bisschen wack, dass ich das halt, also dass ich Rap halt in so eine Richtung entwickelt hat, wo halt Leute einfach nur noch mitbekommen, so, jo, ey, damit kann man halt schnell viel Geld machen, muss ich halt persönlich sagen. Finde ich schon ein bisschen wack. Ich sag mal, das, was ich halt schade finde, ist halt, dass das so das Erste ist, was man natürlich vom Rap mitbekommt, weil das halt die Größten der Szene sind. Ne? So ein Mero zum Beispiel, ich glaube, den kennt halt jeder. Ich weiß nicht, ob heutzutage, wenn Leute halt anfangen, Rap zu hören, noch jeder Kool Savasch kennt zum Beispiel, ne? Oder halt andere Leute, die früher bekannt waren. Und das finde ich halt ein bisschen schade, was man natürlich aber auch nicht vergessen darf. Ich meine, nur weil die Bekanntesten sind, heißt das ja nicht, dass die zum Beispiel jetzt das Aushängeschild sind für Rap oder dass die jetzt irgendwie die Szene repräsentieren oder sowas, ne? Weil es gibt ja trotzdem noch mega viele Leute, die halt auch im Untergrund noch richtig geilen Rap machen, so, ne? Es wird ja alles immer noch gemacht im Rap. Ist ja nicht so, dass es jetzt nur das gibt, ne? Und das ist halt... Das ist halt die Hoffnung, die wir auf jeden Fall haben können. Gar nicht mal im Vordergrund. Oftmals ist es dabei nämlich die Person, welche wichtig ist. Und das ist mein Problem mit Deutschrap. Deutschrap ist nicht schlechter geworden. Im Gegenteil. So vielseitig wie Deutschrap zurzeit ist, war es meines Erachtens nach noch nie. Doch das, was der Großteil an Hörern konsumiert, das, was in den Charts rauf und runter läuft, Musik, welche nur gefördert wird, weil es erfolgreich ist.
Das ja, ich habe das mitbekommen, Skater. Ich bedanke mich aber nur bei höheren Spenden im Video, weil ich finde, keine Ahnung, irgendwie, wenn man halt viel Geld gibt, ist irgendwie, das ist schon irgendwie krasser so. Keine Ahnung, das kommt irgendwie falsch rüber. Ich denke, ihr wisst, was ich meine halt. Und bei dem Rest bedanke ich mich dann halt nach dem Video, damit ich halt nicht die ganze Zeit das Video über unterbrechen muss. Aber keine Ahnung, wenn mir jemand richtig viel Geld gibt, ist das für mich so krasser einfach irgendwie. So, weißt du, weil das ja viel Geld ist, dann die mir eine Person spendet, so. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich will auf gar keinen Fall sagen, dass alles, was erfolgreich ist, schlecht ist. Ich möchte nicht mal sagen, dass alles, was nach diesem Prinzip aufgebaut ist, schlecht ist. Ich will auch nicht sagen, dass wenig Text wie bei vielen großen Künstlern schlecht ist. Ich will auch nicht sagen, dass nur ein San Diego oder Kollege als gute Rapper gelten, weil sie krasse Wortspiele, Punchlines und gute Reime haben. Es müssen nicht alle wie Sido sein und spezielle, oft kritische Themen so gut und unterhaltsam behandeln. Es müssen nicht alle die Attitüde von Bushido haben und über ihr vergangenes, kritisches Leben erzählen. Es müssen nicht alle wie die 257er sein und unterhaltsame Lieder mit einem kleinen Twist machen. Aber die Hörer sollen doch bitte aufhören, dem Erfolgreichen blind hinterherzulaufen und wieder eigene Ansprüche an die Musik stellen. Findet euch doch nicht mit der immer gleichen Melodie und den immer gleichen eintönigen Texten ab. Es gibt wirklich, wirklich mehr als genug gute Künstler. Ich will auch gar nicht sagen, dass das, was ihr hört, zwingend schlecht ist. Wie schon gesagt, wer bin ich, um zu entscheiden, welche Musik schlecht ist? Ich kann aber ab einem gewissen Punkt mit Sicherheit sagen, ab wann Musik mit Herz gemacht wurde. Ja, sehr gutes Video übrigens, feiere ich tatsächlich. Oh, jetzt haben wir hier irgendwas angeklickt. Rapper und ihre Erfolgsfans 2 Capital Bra wird hops genommen. Schade, das geht nur 7 Minuten. Ich fand das vorher schon besser auf jeden Fall.